Hi Freunde, ja, da sind wir wieder. Ja, und vielen Dank für die ganzen netten Kommentare und die ganzen Likes auf dem letzten Video. Ja, wir sind jetzt wieder da, nach 2 Monaten Päuschen. Und wie versprochen, gibt's heute das Opening zu den Blistern. Beziehungsweise, ich glaube, die heißen Tech-Sticker-Kollektion oder so. Genau, davon machen wir 3 Stück auf, die 3 verschiedenen. Und schaut mal, ich habe was rausgefunden, beziehungsweise was gesehen, was mir noch gestern gar nicht aufgefallen ist. Hier, da seht ihr, printed in, was steht drauf? USA und Belgien. Also diese Tech-Sticker wurden in den USA und in Belgien geprintet. Und ich habe auch letztens auf den anderen Karton geguckt von den Top-Trainer-Boxen. Und die wurden geprintet in USA, Belgien und Italien. Also scheinen sie jetzt doch wieder in Europa doch mehr zu printen noch. Die könnt ihr übrigens auch noch im Shop bestellen, haben wir gerade reduziert. Genauso wie die Top-Trainer-Boxen. Und Samstag nicht vergessen, Tauschtreff 12 bis 16 Uhr. Ist alles in der Videobeschreibung. Let's go, rup, rup. So, Freunde, da sind wir. Wir haben hier unsere Tech-Sticker-Collection. Und 3 verschiedene, einmal mit Gruff, einmal mit Hefel, einmal mit Mobtiff. Und die rupfen wir jetzt auf. Die ersten 3 Moves auf, let's go. Mal gucken, ob die noch mehr gönnen als die Top-Trainer-Box. Falls ihr das Video auch noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne nach diesem Video mal reinschauen. Könnt ihr sehen, was ich aus meiner ersten Top-Trainer-Box gezogen habe. War nicht schlecht. Also Pull Rate ist ganz gut. Tentagra und ein Monetigo. Nice. Der sieht cool aus. Der sieht cool aus. Let's go. Weiter geht's. So. Ja, Freunde. Kommt auch gerne wieder zu unserem Tauschtreff. Jetzt am Samstag. 12 bis 16 Uhr. Geht's wieder los. Wird wieder fleißig getauscht. Die Adresse, Resladero, den habe ich noch nicht. Und, Delfinator. Ja, nice. Eine, wie nennt ihr das nochmal? Art Rare. Boah, krass. Man kann ja quasi einen Triple Hit haben, wenn man den hier auf dem Dingslot hat und den hier auch auf dem... So, next one. Immer diese nervigen Leute, die hier klingeln. Geht ja gar nicht. Ich hasse Klingel. Wenn die Klingel klingelt, kann ich überhaupt nicht leiden. So. Frospino. Knattox. Boladin. Razaf. Lapras Inverse. Raichu Inverse. Und ein... Koko Ball. Den habe ich auch noch nicht. Das ist ein geiles Artwork. Das gefällt mir. Das nehmen wir mit. So. Jetzt machen wir den nächsten Blister auf. Beziehungsweise die nächste Tech-Sticker-Collection mit Mobtiff. So, ich habe es jetzt endlich geschafft, das auszupacken. Wir haben einmal das Mobtiff als Sticker-Version und dann hier noch die Promo. Shiny Mobtiff. Mob. Und natürlich unsere 3 Boosterchen. Gucken, ob wir hier noch was Geiles draus ziehen können. Also erster Blister sozusagen, beziehungsweise Tech-Sticker-Kollektion, hatten wir 2 Hits, 3 Booster, 2 Hits. Kann man so machen. Nehmen wir mit Dornfahren, Frostbino und Eisenrad EX. Nice. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Den habe ich aber schon. Heißt für die Kids auf den Trödel. Aber Trödel ist erstmal noch nicht. Erst wieder, wenn es ein bisschen wärmer wird, weil Luftfeuchtigkeit ist ein bisschen zu hoch. Und ja. Das ist nicht so geil, denn auf dem Flohmarkt. Haben wir hier noch einen Hit drin? Ne? Vielleicht den letzten Booster aus dem Blister. So. Magma. Gierspenst. Zurokex. Fleckneul. Kirlia. Irokex. Elfhund. Boladin Inverse. Oh, ich glaube, du passt in Inverse. Und Hafnir EX. Die habe ich noch nicht. Nice. Sehr schön. Also, wir haben jetzt 6 Booster geöffnet und 4 Hits draus gezogen. Ja, ist ordentlich.
Ist ordentlich. Kann man so machen. Kann man so machen. Wir machen jetzt noch den letzten auf. So, jetzt haben wir nochmal drei. Hier nochmal der Sticker, der drin war. Und hier die Promo. Jawohl. Let's go. Last Blister Tech Sticker Kollektion Magic. Nee, das ist zu lang. Also, ich muss sagen, die gehen echt beschissen auf, ne? Also man muss wirklich mit Schere und allen drum und dran. Sonst funkt. Riolu, ja, den habe ich noch nicht. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Double Hit. Nein, schade. Sehr schön. Riolu gefällt uns, gefällt uns, gefällt uns. Eins meiner Lieblings-Pokémon. Das wollen wir haben, das wollen wir haben. Oh, ging so leicht auf. So. Wir haben einen Zwiebs. Felino. Natu. Alpollo. Gengar, Kirlia, Irokex, Enigmare in Reverse, Knottox in Reverse und ein Glurak, da ist es wieder, sehr schön, nice, ach der ist ja da auch drin wieder, siehst du? Der ist ja da auch wieder drin, meine Güte, meine Güte, meine Güte. Ich wusste gar, also ich habe gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der auch als EX-Karte drin ist. Also mir sind es in letzter Zeit ein bisschen zu viele Glurak-Karten. Es sind ja nur Glurak-Karten noch hier, die rumfliegen. Ah ja, ja, ja. Na ja. Na ja. Ai Karamba, Makaramba. Waumboll. Alpollo. Ka-Okto. Glutexo. Paldea Schüler. Palim Palim. Und ein Mopex. Ah ja. Aber, ich sag mal so, pro 3 Booster 2 Hits haben wir rausgezogen. Das war hier aus den letzten 3en. Haben wir einmal Riolu in Shiny und einmal das Glurak EX. Davor aus dem hatten wir Ohafni EX und Eisenrad EX. Und aus dem ersten hatten wir ein Delfinator und ein Resladero. Insgesamt 6 Hits aus 9 Boostern. Also die Pull-Rate, sagen wir mal so, kann sich sehen lassen, finde ich. Keine Angst, wird gleich eingesleeved nach dem Video. Und ja, falls ihr noch nicht das Top-Trainer-Box-Video gesehen habt, schaut es euch gerne an. Ansonsten, nächste Woche kommen wieder regelmäßiger Videos. Wir sehen uns, haut rein, bis Samstag, kommt vorbei.